Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alice 19 auf der Ellerbach. Wir gucken mal eben schnell, zeige es jetzt, Alt und S. Genau, wir gucken mal eben auf das Wetter. Wie sieht es heute aus? Heute auf jeden Fall noch trocken. Morgen soll es auch noch trocken sein, beziehungsweise abends soll dann regnen. Okay. Also haben wir morgen auch noch relativ gut Zeit, hier ein bisschen Heu einzusammeln, falls nötig. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Aber spätestens morgen Nachmittag sollte es Heu drin sein. Aber ich versuche es trotzdem heute irgendwie zu machen. Besser wäre es, glaube ich. Was du heute ganz besorgen, das verschiebe niemals auf morgen, ne? So sieht's aus. Da hinten sind noch Ballen. Da oben haben wir nichts mehr. Hier unten sind noch drei oder jetzt noch zwei Ballen. Dann haben wir da noch die Ballen. Hoppala. Okay. Dann sollte den Timer auch wieder starten. Das wäre sehr hilfreich. Könnte man zumindest meinen, ne? Könnte man zumindest meinen. So, nächsten Wagen beladen. Klar, auf die Entfernung macht es schon Sinn, mit zwei Wagen zu fahren, als mit einem nur. Vor allem auch aufgrund der ganzen Masse. Aber auf dem Hof ist halt so wenig Platz. Auf dem Hof ist halt so wenig Platz, das ist es. So, zwei Ballen sind schon mal drauf. Jetzt machen wir uns an die Ballen hier ran. Wir haben auch die ganzen Silageballen hier überall stehen, ne? Na gut, die können auf den Feldern erstmal stehen bleiben momentan, aber ja. Schon eine Menge an Ballen.
Wie sieht es eigentlich aus mit den Tieren? Die Tiere, sind die gut versorgt? Sollte ich vielleicht so machen? Danke. Eine Grassilage oder Silage könnten die bald wieder gebrauchen. Ansonsten geht's Wasser, Strohhalme, Heu, Gras, das ist passt erstmal. Die Hühner sind soweit auch erstmal gerade versorgt, das ist auch schon mal schön. Haben wir auch schon Milch da? Nee, Milch haben wir noch keine. Mist und Gülle haben wir da. Aber Milch haben wir noch keine. Okay, bin mal gespannt, wann die Milch kommt. Nächstes Tier in 0,8 Jahren. Okay. Nächstes Tier in 0,7 Jahren. Neugeborenes. Ist aber dann noch nicht geschlechtsreif, ne? Und wir haben nur sonst weibliche. Es ist deswegen noch keine Milch, ne? Ah, deswegen wahrscheinlich noch keine Milch. Weil das Männliche ist noch neugeboren. Dementsprechend noch nicht. Okay. Könnte das daran liegen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist nämlich gerade meine Vermutung, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass wir noch keine Milch haben. So, das haben wir. Dann noch einen Ballen und dann haben wir noch für 6 beim Platz aktuell. Zumindest auf dem Wagen, aber so viel haben wir gerade gar nicht mehr. Da hätten wir noch ein paar Ballen. Ich meine, hier auf den hinteren Feldern waren wir so gut wie durch oder waren wir sogar durch. Und da fahren wir dann nochmal eben dann gucken. Wie gesagt, düngen müssen wir auch noch. Das wird auch noch einiges an Arbeit werden. So, da haben wir den nächsten Ballen aufgespießt. 4 Ballen haben wir noch. Machen wir 2-2.
So. Sehr gut. Zwei Ball noch, dann haben wir's. Zumindest hier über die vier beiden Flächen wieder, ne? Ja, ich weiß, ich könnte jetzt die Hänger auch noch hier kutschieren, aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht gerade. Dann kann ich auch eben mal hier die paar Meter fahren und dann passt das auch. Klar, Spritverschwendung irgendwo, aber komm. So viel ist das ja jetzt auch nicht. So viel ist das ja jetzt auch nicht hier. Wir fahren ja nicht quer über die ganze Map jetzt mit nur einem Ballen. Das machen wir jetzt auch nicht. Nee, 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 nee. So weit wird es nicht kommen. Soweit wird es auf keinen Fall kommen. So, ab zum Hof. Beziehungsweise wir fahren jetzt mal eben schnell gucken, wo wir noch überall Ballen haben. Hier haben wir auf jeden Fall noch Ballen auf dieser Wiese hier vorne. 2, 4, 6 Ballen hier. Das ist die Luzernenwiese. Da haben wir momentan nichts mehr. Hier in die Wiese ist auch frei. Hoppala. Die Wiesen hatten wir auch gemacht. Und hinten war, glaube ich, auch nichts mehr. Wir fahren jetzt trotzdem lieber noch mal hinten gucken. Mir gerade nicht ganz so sicher bin, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ansonsten haben wir, glaube ich, auch keine Flächen mehr, ne? Doch, 126 haben wir noch. Die 126 haben wir noch, stimmt. Dann müssen wir da auch noch mal eben gucken fahren. Hoppala. Ja, hier sind auch noch Ballen. Okay, dann müssen wir da auch noch mal Ballen abholen. Ja, dann müssen wir hier auch noch Ballen abholen eben. Kriegen wir aber auch noch hin. Das kriegen wir hin. Hier haben wir auch noch Ballen. Ach du Schande.
Sind ja noch mehr. Okay. Sind doch mehr Weine, als ich noch dachte. Vielleicht verkaufen wir doch mal ein paar. Vielleicht verkaufen wir doch mal ein paar. Na, bei 20 Kühen wird es jetzt nicht ganz so viel sein. Ach so. Manuell ankoppeln. Ich glaube, bei 20 Kühen werden wir nicht so viele brauchen. Oder? Wie gesagt, Problem ist, wir wissen nicht, wie... Wir haben nur 20 Kühe, Leute. Leute, so viel brauchen wir nicht. Nee. Hoi. BGA-Wolf. Das ist unsere. Das ist unsere. Jetzt alles an Heu da reinballern, weiß ich auch nicht. Könnten wir nach und nach mal machen, aber nicht jetzt alles auf einmal, vor allem da steckt auch noch ein Ballen drin, ne? Es ist immer noch voll. Okay. Ja, wie gesagt, ist auch noch voll. Von daher. Wenn wir auch die beiden erstmal einlagern. Aber das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Denn die Folge ist schon wieder zu Ende. In dem Sinne, bis dahin erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich sage einmal Tschüss.